Servus Leute, ja, es gibt in der heutigen Zeit viele einheimische Hühnerrassen, die gefährdet sind und wo die Zukunft eher ungewiss ist, vor allem wenn das Interesse von Seiten der Züchterschaft auch immer weniger wird. Und eine Hühnerrasse, die es wirklich schon seit langer Zeit schwer hat, ist auch das deutsche Reichshuhn, denn durch seinen Namen haben viele Leute natürlich gleich Vorurteile, wenn sie zum ersten Mal von dieser Hühnerrasse hören. Und ich muss auch sagen, mir ist es vor vielen Jahren gleichgegangen. Man hört so deutsches Reichshuhn und denkt sich im ersten Moment, sowas gibt's. Aber es ist so, die Hühner können nichts dafür. Deutsche Reichshühner sind eine wunderbare Hühnerrasse, die leistungsstark ist und auch vom Charakter her angenehm ist. Und ich möchte heute auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Zum Beispiel haben die deutschen Reichshühner nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, sondern sie wurden schon vorab erzüchtet, zwar um das deutsche Volk mit Fleisch und Eiern zu versorgen, aber der Züchter hatte einfach die Beabsichtigung, ein leistungsstarkes Huhn zu züchten für Deutschland. Ja, und ein anderes Vorurteil der deutschen Reichshühner, nämlich dass sie so die richtig typische deutsche Hühnerrasse wären, das kann ich auch nur bedingt bestätigen, denn ja, es ist eigentlich fast schon lustig, aber die deutschen Reichshühner wurden bei ihrer Erzüchtung aus 7 verschiedenen Hühnerrassen erzüchtet und keine einzige davon ist eine bodenständige deutsche Hühnerrasse. Sie haben zum Beispiel in ihrer Ahnenliste die 3 englischen Hühnerrassen Sussex, Dorking und Orpington, aber auch die spanischen Minorca zählen zu ihren Vorfahren, die belgischen Mechelna. Und genauso auch die beiden aus Amerika stammenden Hühnerrassen Wyandotte und Dominicana. Das heißt, die deutschen Reichshühner, ja, sie wurden von einem deutschen Hühnerzüchter in Deutschland und für Deutschland erzüchtet, aber um eine bodenständige, uralte deutsche Hühnerrasse handelt es sich nicht. Sie blicken auf deutlich mehr als 100 Jahre Zuchtgeschichte zurück, sind aber aus aller Herren Länder, aus verschiedensten Hühnerrassen, kreiert worden und ich denke, alleine deswegen darf man diese Hühnerrasse schon nicht so ernst nehmen und diese ganze Geschichte mit dem Rassenamen schadet eigentlich diesen tollen, wunderschönen Hühnern nur. Ich fände es auch interessant, ob die Diskussion, den Rassenamen mal zu ändern, ob die weitergeführt wurde, ob es da Vorschläge gibt, wie man die deutschen Reichshühner in Zukunft nennen könnte, damit nicht alle Neueinsteiger immer gleich so erschrecken und diese Hühnerrasse abstempeln. Aber ja, wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie wunderschön diese Tiere sind. Ich hatte gesäumte deutsche Reichshühner, Weiß-Schwarz-Columbia, rote und auch Zwerge in Rot vor der Linse für euch. Was für ein Prachtbursche! Der deutsche Reichshahn in Silberschwarz gesäumt ist ja wirklich ein super Anblick, aber auch die passende Henne dazu ist wirklich ein Blickfang. Bis zu 3,5 Kilo kann so ein Reichshahn schwer werden, ältere Hähne auch nochmal deutlich schwerer und die Hennen wiegen im Schnitt zu 2 bis 2,5 Kilogramm. Das relativ gute Gewicht war dem Erzüchter seinerseits sehr wichtig, weil er eben auch Hühner entwickeln wollte, die gut als Tafelhühner geeignet sind, bei gleichzeitig guter Legeleistung. Und das zeigt sich bis heute auch für Selbstversorger in der guten Messbarkeit der Hähne. Neben den gesäumten Varianten sind auch einfarbige Farbschläge bekannt, wie zum Beispiel hier jetzt einfarbig rot. Und da sieht man jetzt am markanten Kopf der Henne schon die orangen Augen, das ist auch rassetypisch, und den flachen Rosenkamm. Der Hahn ist im roten Farbschlag nochmal deutlich satter dunkel. Auch gut zu sehen bei diesen Tieren sind die fleischfarbenen Läufe, die bei den anderen Farbschlägen ebenfalls zu finden sind. Abgesehen von birkenfarbig, da dürfen sie pigmentiert sein. Und ja, wenn wir schon bei den roten Reichshühnern sind, die hatte ich auch in Zwergvorderlinse, ist doch ideal für den Vergleich. Das sind jetzt sogenannte deutsche Zwergreichshühner. Die Zwergreichshühner sind seit den 1930ern bekannt und haben eine etwas andere Geschichte und auch Genetik als die großen Reichshühner. Zum Beispiel stecken in ihnen Zwergplymouth Rocks und Zwergitaliener drinnen. Mit einem Gewicht von bis zu 1 Kilogramm bleiben sie deutlich kleiner, sind aber nicht unbedingt lebhafter oder umtriebiger als die großen, sondern charakterlich sehr ähnlich. Ja, gerade in Rot finde ich die Zwerge echt wunderschön. Die bekanntesten Farbvarianten der deutschen Reichshühner sind sicher die Abwandlungen der Columbia-Farbe.
Hier ist jetzt Weiß-Schwarz-Columbia zu sehen. Einige fast ausgewachsene Junghähne und Junghennen laufen hier mit Hybriden und Wirtschaftshühnern gemischt rum. Und da sieht man jetzt, was diese Reichshähne eigentlich für lange Läufe haben. Die haben einen sehr hohen Stand und sind schon deutlich größer als die Hybridhühner. Die Columbia-farbigen Reichshühner gelten als die besten Leger innerhalb der Rasse. Das ursprüngliche Zuchtziel lag bei 200 Eiern und das wird von den Columbia-farbigen Tieren regelmäßig sogar übertroffen. Und wenn ich euch jetzt einen Sussex-Hahn einblende, dann kann man doch die Ähnlichkeit fast nicht übersehen. Er hat halt einen Einfachkamm. Aber die Columbia-farbigen Reichshühner sehen den Sussex bis heute sehr ähnlich und die gesäumten Wyandotten haben bis heute eine große Ähnlichkeit mit den gesäumten deutschen Reichshühnern. Und das sind ja auch zwei der Ausgangsrassen. Da jetzt wieder ein Reichshuhn in gesäumt. Und ja, das sorgt natürlich immer wieder für Verwechslungen, aber dafür gibt es ja auch meine Serie Happy Huhn, damit ihr eine große Vielfalt von Hühnerrassen kennenlernt und euch leichter tut bei der Zuordnung. Die deutschen Reichshühner sind trotz ihres ruhigen Wesens und höheren Gewichts gute Futtersucher, die umtriebig sind und ausdauernd eigentlich immer wieder am Tag verteilt den Auslauf aufsuchen, um sich einen Teil ihres Futters selber zu suchen. Also absolut tolle Hühner für die Selbstversorgung oder auch für Bauernhöfe. Jetzt noch mal kurz zur Geschichte. Also sie sind schon vor den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges existent gewesen. Genauer gesagt sind sie sogar kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erzüchtet worden oder die Zuchtarbeit hat begonnen. Um 1900 herum wurden die deutschen Reichshühner gezielt erzüchtet. Und bis heute werden sie in, ja, sag ich mal, moderaten Zahlen von der Züchterschaft erhalten. Ja, so viel also zu der Schönheit der deutschen Reichshühner. Ich finde, es sind wirklich durchaus hübsche Hühner und mit diesem Rosenkamm auch ausgesprochen wetterhart. Viele Farbschläge der deutschen Reichshühner haben auch eine herausragend gute Legeleistung, vor allem die Columbia-Farben. Und da hat die Züchterschaft auch wirklich drauf geachtet. Außerdem ist die Eigröße auch sehr gut. Über 60 Gramm Eier sind bei den Hennen der deutschen Reichshühner keine Seltenheit. Oft gefragt wurde ich in den letzten 3 Jahren auch, warum die deutschen Reichshühner in den Happy Huhn Büchern fehlen. Also das liegt einfach daran, dass der 3. Band noch nicht erschienen ist. Ja, also in dieser Happy Huhn Hühnerrassenbuchreihe gibt es Band 1 und Band 2. Und die deutschen Reichshühner waren von Anfang an für den Band 3 gedacht. Der erscheint nächstes Jahr im Frühling. Da sind die dann drinnen. Als Armin und ich uns damit auseinandergesetzt haben, wie wir die Hühnerrassen in den 3 Bänden aufteilen, haben wir beschlossen, dass wir die bekannten, beliebten und wichtigen Hühnerrassen gleichmäßig auf die 3 Bände verteilen und dann quasi dazwischen einfach noch eher so die Raritäten streuen, beziehungsweise die Hühnerrassen, die halt wirklich keiner kennt. Und ja, wir wollten halt eben wirklich auch im Band 3 noch ein paar echte Highlights haben. Und das sind die deutschen Reichshühner neben anderen deutschen Hühnerrassen, wie zum Beispiel den Dresdnern, dann auch nochmal vertreten. Oder ja, die Rammelsloher wären da zum Beispiel auch drin oder die Sachsenhühner. Also in jedem der 3 Bände sind auch interessante Hühnerrassen aus Deutschland immer wieder mit vertreten. Danke fürs Zuschauen. Jetzt seid ihr an der Reihe, wenn ihr selber Reichshühner zu Hause habt oder mal gezüchtet habt. Oder einfach generell eine Meinung zu dieser Hühnerrasse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin auch gespannt, was ihr zu dieser Diskussion mit dem Rassenamen sagt. Wie könnte man sie umbenennen und macht es Sinn, der Hühnerrasse einen moderneren Namen zu geben?